Ja, hinter mir ist schon Geburtstagsstandl am Spulen, dann die lange Schlange. Ja, auf was werden die wohl alle warten? Ja, auf ein Freibier vom Breizloh natürlich. Für uns Moderatoren gibt es ja da eher immer nur weniger, gibt es eher erst einmal ein Wasser, ja, weil wir müssen ja den ganzen Tag erstmal einläuten lassen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für Dorfen. Es ist nämlich der festliche Auszug in die Festhalle Dr. Rudolf auf dem Dorfner Volksfest. Am Samstag, den 12. August, fand der traditionelle Festzug der Wirte, Vereine, Brauereien und natürlich Vertretern der Politik aus Dorfen und der Umgebung statt. Am unteren Markt schenkten die Brauereien Breizloh und der Dorfner Kellerbräu Freibier an die Festzugteilnehmer aus. Dazu spielten bereits die zwei Kapellen, die Stadtkapelle Dorfen und der Isenthaler Schallmeien-Express Dorfen auf. Sandra, es ist schon ganz schön Freibierstimmung da am unteren Markt. Ja? Du hast dir gleich einen Radler geholt, oder? Ja, genau. Ich habe gedacht, ich fange bei meinem Radler an und dann mit dem gescheiten Bier später. Ja, bei der Hitze ist das auch ganz schlau. Ja? Wie war es denn gestern noch, der Auftakt für dich? Ja, es war richtig schön, sehr, sehr aufregend. Ich war relativ oft dann auch auf der Bühne, aber es hat richtig viel Spaß gemacht und war aber ganz was anderes. Dorfens erster Bürgermeister Heinz Grundner zur Tradition des Freibiers. Das Freibier gibt es als Anerkennung dafür, dass wir heute wieder gemütlich beieinander sind auf dem Volksfest und als Einstimmung auch auf dem Wieseneinzug. Das ist praktisch die Dreingabe von den Festwirten und von der Brauerei oder von den beiden Brauereien für das Volksfest, dass man die Bevölkerung auch zu einer Masse, zu einer halben Freibier einlädt. Aber nicht nur der Breizloh lud aufs Freibier ein, nein, auch Andreas Schweiger vom Kellerbräudorfen schenkte ein Freibier aus. Da bin ich Speckgekommen, gell? Da ist jetzt euer Zwickelbier ist schon aus. Ja, gerade Speckgekommen, ja. Die 100 Liter Freibier haben jetzt schon durch. Mein Fleischbier ist ja gleich verklappt, gell? Wie war denn für euch gestern der erste Tag? Ja, der war super. Also war eine Bombenstimmung am Zelt drin, also echt super. Haben wir uns alle gefreut und dass halt auch nichts vorgefallen ist oder irgendwie was gefackelt hat nachher. Also war ein super Start. Die Dorfner Festwirte sind Franz Egendorfer, Michael Kronecker, Tobias Meyer und Ernst Hennel. Und sie haben sich in diesem Jahr zusammengetan zur Gmade Wiesen GbR. Unter dem Dach und dem gemeinsamen Namen Gmade Wiesen zeichnen sie gemeinsam für die Programme und Kulinarik in Dorfen verantwortlich für die ganze Volksfestzeit. Bisher sind sie ganz zufrieden mit dem Volksfestauftakt. Der Umzug steht kurz bevor, es so langsam fangen alle an, dass mal in ihre Positionen kämen. Wo geht's denn ihr dann? Wir gehen auch auf die Kutsche. Es geht jetzt über den unteren Markt, das ist die Ausstellung, übers Tor durch die Stadt und dann auf dem Weg zum Volksfest. Und der gestrige Tag war ja für euch schon ein großer Erfolg. Das Zelt war voll. Das Anzapfen war überragend. Die Resonanz für das neue Bier vom Breizloh war auch überragend gut. Das Bier ist super gut, frisch, also echt perfekt. Seit wann gibt es denn den Auszug aufs Volksfest in Dorfen? Diesen Auszug haben wir 2005 wieder aufleben lassen. Ich glaube, dass es ihn früher auch schon mal gab, aber den haben wir, wie gesagt, 2005 wieder aufleben lassen. Und jetzt ist es so, es sind ja viele Leute involviert und es gibt auf dem unteren Markt gibt's ja ein Freibier. Was machen denn alle, die Chorfreibier da heraus erwischen? Die Chorfreibier da erwischen und sich am Umzug beteiligen, kriegen alle, wir haben beim Einzug ins Festzelt ein Bierzeichen. Ja, und du freust dich du schon auf den Kindernachmittag? Ja. Was fährst denn du am liebsten? Kutsche. Kutsche? Und ein Karussell auch, oder nicht? Ja. Und welches? Das Kettenkarussell. Dann würde ich sagen, fahren wir mit zwei Kettenkarussell, oder? Weil das fahre ich nämlich auch gern. Ja. Und mit Wiesenmadel Sandra geht's jetzt hoch hinauf. Ja, also, jetzt ist eigentlich Highlight kommt jetzt bald, ja? Die große Fahrt auf der Kutschen, aber da herum hat man eigentlich noch eine bessere Übersicht, oder? Ja, da sieht man alle, die wo heute da sind. Bist du schon mal mit so einem ganz großen Brauereiros sonst in Berührung gekommen im Laufe der Zeit als Wiesenmadel? Naja, als Wiesenmadel noch nicht, ne?
Aber dann ist ja heute noch der beste Tag. Heute ist Premiere für mich, ja genau. Dann lassen wir uns jetzt mal beraten, wie lange muss denn so ein Brauereirost denn üben, bis es dann wirklich fit ist und seine wichtige Aufgabe ausführen kann? Ja, üben. Das ist eine Charaktersache. Wenn es einer hat, dann geht es relativ schnell. Und wenn einer eben den Charakter nicht hat und das, den Trubel nicht erpackt, dann wird er nie einer. Dann kann er es nicht machen. Am unteren Markt setzte sich am späten Nachmittag der Festzug in Bewegung. Angeführt von der Voltigiergruppe, die Kunststücke auf den Rücken der Pferde zeigte. Dahinter kamen die politischen Vertreter aus Dorfen und dann natürlich die Musiker, die Blaskapellen und die vielen, vielen Vereine. Große, bunte Fahnen sind uns begegnet. Große, schöne, liebevoll gestaltete Tafel der Vereine. Und die Vielfalt der Vereine in Dorfen ist kaum zu zählen. Über 30 haben diesen Festzug aktiv mitgestaltet und jedes Alter war vertreten. Von sehr, sehr jung aus dem Kindergartenalter bis schon deutlich ältere Semester sind mitgegangen, um diese schöne Zeit in Dorfen einzuläuten. Nicht fehlen durfte natürlich auch ein wunderschönes, prächtiges Brauereigespann. Der Breuzloh mit Bräuin Babsi Lohmeier vorne dran. Volksfestreferent Günther Drubelitsch freute sich sehr, dass der lange Festzug so reibungslos über die Bühne gegangen ist. Also das ist einer von den schönsten Momenten im Volksfesteinzug, weil man einfach da den Leute, die wo beitragen dazu, dass Fest schön wird, ein bisschen was geben kann und zeigen kann. Und natürlich, wenn es organisiert ist, sauber durchstrukturiert, dann funktioniert das und schaut gut aus. Und es gibt ja eine Vielzahl an Vereine bei euch in Dorfen und um Dorfen herum. Und zwar von ganz traditionell, fangen wir mal mit den Schützen an, bis dann habe ich so gesehen, so ein paar kleine Dirndln ist hinten drauf gestanden, die Zuckerpuppen. Also ihr habt ja alles. Ja, die Zuckerpuppen sind meines Wissens vom TSV. Die gehören zum TSV Dorfen dazu. Also das ist halt eine Abteilung. Ich weiß jetzt nicht bestimmt, aber ich denke, dass die so Anfang Garde sind. Und da wächst halt die zukünftige Garde dann raus. Ja klar, einen Gardenachwuchs braucht man auch. Haben wir ja gesehen, da die tollen Hebefiguren. Angeführt ist der ganze Zug ja worden von einer Voltigiergruppe. Ja, und das hat folgenden Grund, weil die mit losen Pferden hantieren und die möchte ich gern vorne haben, damit nichts passieren kann. Ansonsten haben wir ja auch die ganz beeindruckende Kutsche gehabt. Wir haben das Brauereigespann gehabt und also ein kleines Ponygespann. Ja, das ist jetzt vor einem Getränkehändler. Der hat sich sehr gut hervorgetan und ich finde, das ist auch gut gemacht und das passt hervorragend dazu. Man sieht ja, die Leute freuen sich und fast der ganze Ort ist ja dabei. Ja, man kann sich leicht vorstellen. Ich habe ungefähr 30 Vereine da gehabt. Ich meine, das sind ja nun bei Weitem noch nicht alle Vereine, die wir in der Stadt so haben. Ich weiß jetzt nicht auswendig, es sind über 100, an die 200 glaube ich. Aber trotzdem, die stärksten Vereine sind da. Was man auch gesehen hat, ihr habt ganz viele junge Leute. Also die Burschenschaften und Dirndlschaften aus Dorfen und der Umgebung sind ja ganz stark vertreten. Ja, die Burschenschaften und Dirndlschaften, das ist, liegt mir natürlich besonders am Herzen, weil ich war Gründungsvorstand des Burschenvereins Schwinkirchen und das ist jetzt daraus erwachsen. Und für alle, die am Samstag, den 12. August, keine Zeit hatten, freut sich die Stadt Dorfen, wenn am Sonntag, den 20.08. zum Abschluss um 13 Uhr sich wieder die Dorfnerinnen und Dorfner einfinden, um den farbenprächtigen Schützenzug zu begleiten, der ab 13 Uhr am unteren Markt starten wird und dann in die Festhalle einziehen wird. Ja, und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns heute vom Dorfner Volksfest. Der wunderschöne Festzug mit den vielen Vereinen hat uns wahnsinnig beeindruckt. Und ich stehe jetzt da neben dem Kraxelbaum und am Freitag werden wir mal schauen, wer den bis ganz aufgeschafft. Bis dann!